Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Need for Speed Shift. Europa-Serie, um die letzten 8 Sterne zu holen. Und danach müssen wir keine Sterne mehr holen. Höchstwahrscheinlich nie wieder. Wenn Stufe 5 die letzte ist. Das wäre so geil. Oh, wir könnten es heute schaffen, ich muss mich jetzt nur anstrengen. Ich muss nur Sterne holen. Und selbst wenn ich in jedem Rennen nur 2 hole, das würde schon reichen. Natürlich versuche ich das schon in 2-3 Rennen zu schaffen. Aber egal. Das heißt, am besten wäre eigentlich in jedem Rennen 4 oder 5. Das wäre schon schön. Oh, und danach sind wir endlich im World Cup. Ja. Und dann muss ich erstmal gucken, ob man für den World Cup einen neuen Wagen kaufen muss oder ob man dann einfach seinen Stufe 4 Wagen benutzt. Ich weiß es nämlich gar nicht. Oh, der Start war gut. Der Start war super. Okay. Und sofort schon mal einen Stern geholt. Mega geil. So, mit der Strecke komme ich aber auf jeden Fall klar. Ich hoffe nur, dass mein Auto dafür schnell genug ist. Oh, schön mit dem Windschatten überholt. Doch hier. Oh, jetzt bin ich mal so sehr hinten drauf gefahren, das wollte ich gar nicht. Aber wir haben auch schon die 600 Sterne erreicht. Das ist super. Damit haben wir schon 2 Sterne. Ich will natürlich trotzdem gerne irgendwie auf Podium kommen. Weil wie gesagt, so 4 Sterne pro Rennen wären schon ziemlich nice. Die da vorne gehen aber schon gut ab. Muss man einfach sagen. Ha. Nein, du überholst mich nicht. Auch wenn du da meinen Windschatten kriegst. Ich muss da jetzt an das erste Dreierfeld davon rankommen. Kann doch nicht sein hier. Ja. Ja, das sieht doch alles schon viel besser aus. Nice. Da sind wir auf Platz 3 und hätten schon mal 3 Sterne. Es gibt 2 Runden, das heißt, ich habe noch ein bisschen was an Zeit. Das ist mir wichtig. Und ich werde sogar noch Zweiter. Auch wenn ich gerade die Kurve extrem verkackt habe. Aber egal. Mit dem zweiten Platz wäre ich schon zufrieden, weil dann hätten wir 4 Sterne. Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Das wäre für mich schon eigentlich super. Trotzdem wäre es ja natürlich schön, noch an den ersten ranzukommen, aber der hat natürlich jetzt einen größeren Vorsprung. Dadurch, dass ich die letzte Kurve da gerade ziemlich verkackt habe. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja irgendwie noch Glück. Wenn er mal bei irgendeiner Kurve oder so sich mal verbremst und ich nicht. Hier bin ich zum Beispiel gerade extrem gut rumgekommen. Und er halt nicht ansatzweise so gut wie ich. Wir hängen den jetzt wieder am Arsch. Und wir kriegen sogar noch. Und damit hätten wir eigentlich schon so 4 Sterne. Wir hätten jetzt sogar 5.
Fällt mir gerade ein. Wenn ich den jetzt überholen würde, hätten wir 6. Das heißt, ich könnte im zweiten Rennen gleich echt mega verkacken und hätte es trotzdem. Das wäre ziemlich nice. Jetzt hat er wieder echt einen Vorsprung. Oh, wie hat er denn den Vorsprung gerade wieder rausgeholt? Kurze Kurve gedriftet. Sehr geil. So, da wären wir wieder ein bisschen am Arsch. An dem. Ja. Hm, ich bin mir da unsicher, ob wir da noch rankommen. Warum hat er denn jetzt mal wieder so einen Vorsprung? Ich bin jetzt eigentlich gerade echt gut gefahren. Aber wirklich gut. Ja, vielleicht kriege ich den ja gleich wieder genau da bei dem Zickzack eingeholt. Das wäre perfekt. Ah, nicht ganz. Dann wird er das wahrscheinlich gewinnen. Aber gut, wie gesagt, wir haben dann 5 Sterne. Das heißt, wir brauchen im zweiten Rennen nur 3 zu holen. Und dann hätten wir es schon. Naja, gibt zwar keinen ersten Platz, aber 5 Sterne. Vollkommen mit zufrieden. Da kann man wirklich zufrieden drüber. So. Ja, der war 2 Sekunden schneller wie ich. Einmal 5 Sterne. Und dann können wir jetzt auf ins zweite Rennen und dann einfach nur noch 3 Sterne holen. Und dann können wir uns vielleicht sogar noch die World Tour angucken. Also wir werden zwar kein Rennen in der World Tour machen, weil die World Tour, glaube ich, nur aus großen Cups besteht. Aber ich denke, wir können zumindest mal kurz da reingucken, was es da alles so gibt. So, Rennen im Alpental. Alles klar. In den Alpen. Perfekter Start. Tempo kannst du machen. Das lese ich gefühlt jeden Part vor, aber. Ne? Wann hat er in der Ladezeit nichts anderes zu tun? So. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Alpental-Strecke war. Alpental hört sich aber für mich immer sehr nach Kurven an. Ich weiß nicht warum. Okay, wir fahren hier auf jeden Fall 4 Runden. Drehe 4 Gegner oben ab. Okay. Wie gesagt, wir brauchen nur 3 Sterne. Ich wollte ihn auch nicht umdrehen gerade. Nicht, dass ihr jetzt denke ich jetzt versucht. Aber für 500 Punkte bekommen wir schon. Die Strecke hat nur 4 Kurven. Das ist ja gerade richtig. ETF. Wie kurz ist denn die Strecke? Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal Platz 5. Also das war schon die erste. Alter, die Strecke ist ja mal richtig kurz. Geht ja nicht mal eine Minute. Da bin ich aus Versehen kurz von der Strecke abgekommen. Aua! Jetzt hat er mich gerammt. Nein, jetzt hat er mich auch noch überholt. Der tut aber nicht.
So, ich habe auf jeden Fall schon mal meine 500 Punkte. Easy. Nein! Nein! Oh Mann! Ich dachte, ich könnte jetzt auf Platz 3 hoch. Shit. Och nein. Och Mann, so wie es aussieht, müssen wir noch eine Strecke fahren, Leute. Ich denke nicht, dass wir hier 3 Sterne holen. Ich bin froh, wenn ich... Ich komme ja nicht mehr aufs Podium. Ich fahre echt gut auf der Strecke. Schade. Wow, wir kriegen 1 Stern. Obwohl... Nee. Nee. Machen wir nochmal neu. Das machen wir nochmal neu. Ich will hier die 3 Sterne holen. Ich meine, die Strecke ist kurz. Kann man mal immer wieder starten. So. Blöde ist, hier gibt es aber auch halt einfach überhaupt keine Stelle, wo man mal aufholen kann. Oh, der eine hat sich da verbremst. Das ist Vorteil für mich. Oh. Egal, ich bin an dem vorbei. Sind jetzt auf Platz 5. Ups. Das war nicht mal abgekürzt. Das ist cool. Dann komme ich nicht an die... Oh, ich habe Windschatten, ich habe Windschatten, ich habe Windschatten. Nice. Ich habe den sogar gedreht. Mensch. So, ich habe wieder meine 500 Punkte. So, entweder ich bekomme jetzt noch meine 1000. Oder ich werde noch Zweiter. Ja, das ist beides übel schwer. Die ersten 3, die sind auch einfach übertrieben gut. Die fahren da vorne wieder 1. Obwohl, jetzt konnte ich mal ein bisschen aufholen, obwohl... Oh nein, die ziehen direkt wieder weg. Aber jetzt haben die sich gegenseitig geschadet. Jawohl. Auf Platz 3. Ist sogar nochmal berührt. Digga, ich habe noch eine Runde Zeit. Jetzt sind wir auf Platz 2. Nein, der Grüne kommt, der Grüne hat Bock, ich sehe das schon. Und wenn das so bleibt. Nein. Wenn das so bleibt, hätten wir die 3 Sterne. Und dann ist alles gut. Oh nein. Oh, ich habe sogar gerade... Und der Erste hat sich verbremst. Ja, easy. Ja, easy. Der ist voll aus der Kurve geflogen. Ja, gut. Ich würde einfach mal sagen, 5 Sterne. Easy. Wie hat sich denn der Erste denn gerade bitte da verbremst? Was hat der denn genommen?
Ja, 5 Sterne. Wir haben es geschafft. Und kriegen sogar noch das Abzeichen für sauber überholen. So, ist Stufe 5 jetzt die World Tour? Jetzt bin ich gespannt. Du bist als einer der weltweit Top-Fahrer anerkannt und hast nun die Möglichkeit zu zeigen, dass du das Zeug zur Nummer 1 der Tour hast. Die Need for Speed World Tour steht für den Gipfel deines Könnens und deiner großen Leistungen. Viel Glück. Wir sind in der World Tour. Wir sind in der World Tour. Und da seht ihr schon, das ist es, worauf wir gewartet haben. Der ultimative Wettkampf um die Meisterschaft. Wir fahren 3 Wettkämpfe. Eine Rennserie durch die USA. Eine Weltserie. Und wenn du dich qualifizierst, den finalen Showdown in Brands Hatch. Okay. Wie viele Strecken? Ich will nur gucken, wie viele Strecken. 4 Strecken. Okay. Okay, und dann das Finale. Alter, das sind das dann 5 Strecken. Okay. Okay. Aber ich sehe gerade, ich muss dafür keinen Wagen kaufen, ne? So wie ich das sehe. Dann gehen wir jetzt mal auf Garage. Holen uns meinen Stufe 4 Wagen wieder. Genau den. Und den pimpen wir jetzt ein bisschen auf. Weil der muss ja ein bisschen besser werden, ne? Autohändler, ich will nur kurz gucken, ob man wirklich keinen Stufe 2, Stufe 3, Stufe 3 Driftwagen, alle Wagen. Nein, muss man nicht. Gut. Tuning. War das Tuning oder war das Upgrades? Ja, ist mir egal. Das will ich. Oh. Oh, ich kann nur sowas. Ach so. Ich kann auch gerade mal kurz. Beim Autohändler gucken, vielleicht gibt es ja noch einen besseren Stufe 4 Wagen. Den ich mir jetzt leisten kann, na, bei 1,2 Millionen. Den hier zum Beispiel. Oh, der hat aber natürlich keine guten Bremsen, ne? Alter. Der ist ja mal Bombe. Ja, den hole ich mir. Wir holen uns den Pagani, Leute. Wir holen uns den fucking Pagani Zonda R. Der hat Beschleunigung komplett hoch, Handling komplett hoch, Bremsen kurzform komplett hoch. Zwar nicht so eine geile Höchstgeschwindigkeit, aber alleine ich stehe auf Bremsen. Wenn ich weiß, ich komme gut um die Kurve, dann ist mir eigentlich schon alles sicher. Wow. Okay. Und mit dem Wagen fahren wir im nächsten Part in der World Tour. So wie ich das sehe, wird es dann nur noch 3 Parts geben, wenn ich es schaffen sollte, überhaupt zu siegen. Das heißt, ein Part, 2 Part und für das letzte Event nehme ich mir nochmal sogar einen extra Part, weil ich nicht weiß, ob danach irgendwie Credits laufen oder so weiter und so fort. Nee, gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part bei der World Tour wieder ein. Würde mich sehr freuen und ich sage bis dahin, tschüss.